damit ein herzliches Willkommen an alle meine PlayerGaddon ist das draußen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir Thomas von PlayerGaddon und einem Gast heute. Hi Leute, ich bin der Phil. Alles da bei euch? Auch ein herzliches Willkommen von mir. Genau, heute steht mal wieder das Loot-Turnier an, aber bevor wir mit dem Loot-Turnier beginnen, will ich eine kleine traurige Nachricht sozusagen euch mitteilen. Ja. Und zwar, mein zweiter Account wurde gehackt. Wie genau es angestellt wurde, ich habe wirklich keine Ahnung. Wir können hier mal in den Clan-Chat gehen. Hier David Babo 362 hat den Clan verlassen. Wir gehen mal auf Besuchen. Wie man sieht, der hat mein Dorf ein bisschen umgestellt, hat sogar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mauern geupgradet. Ich hatte ja eigentlich vor, heute in der Folge das Rathaus abzugraden auf Level 8. Aber nun gut, kann man nichts machen. Ich habe den Google Support angeschrieben und ich hoffe mal, dass sie mir schnell weiterhelfen können. Jo, dann würde ich sagen, zurück zur traurigen, von der traurigen Nachricht, zurück zum Loot-Turnier. Sind die Kasernen voll? Ne, die machen wir dann noch voll und dann müssen wir gucken, wann genau die 20 Minuten beginnen. Hoffentlich wirst du heute mal Erster, Alter. Ja, Zweiter bin ich ja momentan, aber mit dem Hauptaccount habe ich keinen guten Loot, deswegen, das ist ein bisschen schade jetzt. Okay. Ja, das ist schon, ist ein bisschen kacke, aber gut, weil kann man nichts ändern. Wer ist eigentlich wieder dabei? Die alten Teams? Ja, wie immer, okay. Ist ja jetzt die 6. Runde, damit die letzte. Ja. So, ich würde da mal sagen, 3, 2, 1, go! Oh, scheiße. Okay, jetzt beginnen die 20 Minuten, hoffen wir mal, dass auf meinem Hauptaccount irgendwie guter Loot ist. Ich wünsche dir viel Glück. Dankeschön. Ja, wie gesagt, Phil habe ich mitgenommen, damit das Suchen nicht allzu langweilig wird. Damit man hier so ein Gesprächsthema hat. Ja, ist auch cool. Jo. So. Ja, Ton ist gut, läuft doch. Das ist gut. Aber weißt du, was das für eine Ironie ist mit den Hacken? Was denn? Ah, hier ist Loot, aber hier komme ich schlecht dran. Die Ironie ist, kennst du den Film Who Am I? Nee, den kenne ich leider nicht. Kann ich hier mal in die Facecam halten, habe ich heute sogar geguckt. Ich kann es mal bei YouTube eingeben. Ja, kannst du jetzt machen, das ist halt so ein Film übers Hacken, ne? Ja. Und das ist dann so eine Ironie, gucke ich mir heute so einen Film an und dann passiert so eine Scheiße, ey, aber... Ah, Alter. Kann man wohl nichts machen. Ich würde mal sagen, wenn man vom Teufel spricht, ne? Ja, ist wirklich so, aber egal. Passt schon. Ja, komm. Ich hoffe, ich denke, dass der Support auch da was gegen tun wird, also ich bezweifle es nicht. Im Notfall, wir haben sogar einen Beweis hier auf YouTube, also. Ja. Ja, eben, genau, deine YouTube-Videos. Du hast ja Videos mit deinem zweiten Account natürlich auch hochgeladen. Mhm. Ja, dann ist das schon mal ein guter Beweis. Oh, ja. Und wie sieht's aus? Schon einen gefunden? Nein, leider nicht. Das ist... Ja, das dauert Ewigkeiten, ne? Ja. Ja, das ist mein Hauptaccount. Kann ich leider nichts machen. Ist wirklich so eine Scheiße. Ja, weil du schon Level 100 bist, ne? Ja. Ich wollte eigentlich so ein extra Video dazu machen, ne? Aber dann war das Problem. Ich habe sogar Level 100 noch aufgenommen, wie das dann so... Nein, der war Loot! Fuck! Oh, das kenne ich, wenn man so redet, da einfach nur die ganze Zeit auf weiter klickt, die ganze Zeit auf weiter. Ja, fuck! Das ist schon scheiße. 160.000 Gold, 140.000 Elixier war das. Boah, es geht, das ist richtig krass. Ja, das ist für meinen Hauptaccount relativ gut, ne? Das stimmt. Boah, das ist so eine... Oh, nee. Also du wurdest jetzt auf deinen zweiten Account gehackt, der nicht Level 100 ist. Ja, und da hatte ich immer... Okay. Weißt du, in der letzten Loot-Folge, ne? Da habe ich 3 Millionen erstmal erfarmt. Alter. Nach 20 Minuten, das war total heftig. Ja, das ist richtig heftig, Alter. Oh ja. Ja, und vor allen Dingen, ich wollte auch noch sagen, ich bin halt auch in dem Clan Darkblade immer noch. Ja. Ich bin der Excessive. Jo. Habt ihr vielleicht schon mal zufällig gesehen im Video oder so. Ja, ich finde es auch ein bisschen traurig, dass er rausgeht. Aber gut, es ist alles die, man kann es selbst. Ja, ich kann ja jetzt, oh Mann, ich habe doch extra geschrieben, dass die nichts in den Clan-Chat schreiben. Ja, die machen es einfach, ey, das ist lächerlich. Nichts gegen die, die ja jetzt gerade was schreiben oder so, aber bitte lest die Clan-Nachrichten. Ja, also ich habe ja in die Clan-Nachricht geschrieben, dass sie bitte nichts in den Chat schreiben sollen, weil ich noch sehen will, wo genau in welchen Clan er reingeht mit meinem zweiten Account, damit man ihn vielleicht verfolgen kann in den Clan und ihn darauf ansprechen kann, aber selbst die Clan-Nachricht zu lesen kann für manche anstrengend sein. Ja.
Und genau das meine ich, ist ein Hauptgrund dafür, dass ich den Clan wechseln werde, weil. Genau. Weil zum Beispiel letztens, ich fordere Magier an für eine Aufnahme mit Lenny Games, ne? Und was ist, ich bekomme Barbano-Bogenschützen. Ja. Oder als ich dann noch eine Challenge mit. Ja, das kenne ich. Ja, das ist. Dann fordere ich nur einmal an. Ich bin. Ich will nicht angeben, aber ich bin immer so der, der viel spendet, ne? Ja, klar. Und dann passiert halt so eine Mongo-Scheiße, sag ich mal so. Ja. Alter, ich finde nur Loot. Ich vermisse jetzt schon, meinst du? Ja? Das ist, weil das, was du gerade beschrieben hast, dass du etwas forderst, etwas Bestimmtes für etwas Wichtiges, für einen guten Angriff, ne? Okay. Zum Beispiel ich mache ja Magierangriffe zurzeit, ne? Mm. Ich fordere dann natürlich Magier und Drachen, ne? Was bekomme ich? Ich bekomme natürlich wieder Bogenschützen Level 3. Gut, dann schreibe ich nett in Chat, wieso, wer gibt mir die? Und ne, dann hat irgendeiner mal gesagt, ja, sorry, ich habe die dir gegeben. Ich sag so, ja, ist ja kein Problem. Ne? Dann fordere ich wieder und genau dann bekomme ich wieder irgendwelche Scheiße. Ja, das ist wirklich... Ja. Ei, kriege ich den? Erstmal nach Riesenbomben gucken. Ja, der Pischer hatte sogar welche stehen. Hat er eine Clanbook? Nein, hat er nicht. Wahrscheinlich am dunklen Bohrer. Nein. Ah, wo stehen denn seine Riesenbomben? Riesenbomben. Egal, ich habe sogar noch 4 Heilzauber im Notfall. Ah, da war eine Riesenbombe, verdammt. Ah, da war auch eine Riesenbombe, verdammt. Come on, Baby. Ah, das ist alles in den Lagern drinne, die dreckige Sau. Thomas. Ja. Kommt eigentlich auch mal wieder What the Fuck Base? Ja. Weißt du, dich als Gesprächspartner ist geil zu haben, ne? Auf jeden Fall, wahrscheinlich nicht. Die meisten wissen noch nicht mal wahrscheinlich, was ist. Ja, okay. Und das hat einfach nur 20 Aufrufe pro Video und das ist dann... Ja, das ist ein bisschen scheiße. Ja, die meisten wissen wahrscheinlich noch nicht mal, was es ist. Also... Ja, wollen wir es jetzt erklären oder ist es jetzt auch nicht mehr so wichtig? Ja, ist auch nicht mehr so wichtig, also... Ja, okay. Ich fand's eigentlich mal richtig witzig, weil, naja, da hatte ich ab, bei manchen Base habe ich mir echt gedacht, ja gut, der Typ, der ist geboren, um zu trollen. Oder das Beste war immer noch, in der allerersten What the Fuck Base Folge, da stand so Walls Saves for Pussies. Also. Das feiere ich auch richtig. Ja. Ja, der Loot, ja, der Loot ist. Ja. Das Problem ist halt der Rates-Level 9er Account. Da kriegst du nicht mehr so viel Loot wie halt in den anderen Rates-Level. Ja, eben. Genau, weil da musst du mal richtig viel sparen. Und da musst du halt eben nicht mehr so viel sparen, beziehungsweise du musst so viel sparen, dass du es ja sofort ausgeben kannst, weil so eine Mauer auf mit 3 Millionen, ne? Ja, das ist schon heftig. Ist die Beute mal wieder schnell weg, ne? Ja. Und im Übrigen, falls noch welche noch dran sind, denn die meisten gucken sich die Folgen nicht zu Ende. Die schlechte Aufnahme bzw. die Qualität ist jetzt ein bisschen gesunken, da die Elgato wieder ein bisschen rumgespinnt hat. Sie hat mir behauptet, dass ich sie in irgendeinem anderen Programm noch geöffnet hätte, obwohl das nicht stimmt, aber pff, juckt die Elgato anscheinend nicht. Und deswegen musste ich jetzt mein anderes Screen-Recording-Programm benutzen. Phil? Ja, bitte? Dein Headset rauscht wieder ein bisschen. Moment. Ist jetzt besser? Ja. Okay, sehr gut. Ja, es passiert ab und zu. Mein Headset ist noch nicht so. Eine Aufnahme werdet ihr es nicht hören, aber ich jetzt, das war schon extrem laut. Ja, das stört dich dann natürlich. Ja, ich habe ja Kopfhörer auf. Und es ist natürlich noch lauter. Ja, Jam, tun wir uns das jetzt nicht. Wir werden einfach weitersuchen. Kennst du das, wenn du noch nicht alle Truppen voll hast, dann suchst und dann einen Loot-Gegner findest und den nicht richtig angreifen kannst? Ja, wenn man so auf Trab ist, ne? Ja, ich hasse das so sehr. Das ist immer so ein Kack. Du bist gerade dabei, so ziemlich schnell zu machen, damit du noch ein bisschen Loot bekommst, hast dann nicht alle Truppen, beziehungsweise keine CW, keine Clanburg meine ich, und dann ja, verpasst du den besten Loot, den es gibt. Oh ja. Ja. Das ist echt nicht gut. Och, wo ist denn der Loot denn, ey? Das ist, Mann, schon 8 Minuten sind um, deswegen. Eie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 
Mario Kart 8 ist auf jeden Fall voll geil. Oh ja. Das ich hab's für 3DS. Ja, hab ich auch noch. Loot, Loot. Geil, Mann. So macht der Zug. Oh ja. Das kennen wir ja noch irgendwoher, ne? Oh ja. Ja, wurde auch Zeit, dass mal jetzt endlich ein bisschen Loot hier rauskommt. Ja, stimmt. Dass ich zumindestens den zweiten Platz sichern kann. Was ich jetzt auch noch mal kurz sagen wollte, ist, dass ich mit David halt irgendwann auch mal natürlich auch mal ein paar Let's Plays zusammen mache. Wir treffen uns dann einfach irgendwie und dann machen wir halt ab und zu mal ein paar Mario Kart Videos raus und so. Mm. Und das wird auf jeden Fall sehr spaßig. Genau. Im Übrigen, sollen wir das noch zu Lenny Games sagen, den Kanal, oder? Was denn? Dass dein Kanal gesperrt wurde. Ich würde sagen, ja. Ja, okay, also ihr habt ja sicherlich mitbekommen, dass ich gestern mit Lenny Games aufgenommen habe. Und wenn ihr jetzt auf den Kanal wollt, sein Kanal wurde gesperrt und das jetzt für immer. Und das ist wirklich extrem schade. Ich kann mir vorstellen, er hatte ja 313 Abonnenten. Eine Unglückszahl, vielleicht deswegen. Ja, die Nummer 13 ist nicht mal die schönste. Und ja, das ist jetzt echt bitter gewesen. Aber deswegen, er will einen neuen Kanal öffnen und es wäre ganz nett, dass wir ihn vielleicht bald unterstützen, wenn er einen neuen hat. Ja, supportet ihn, Leute, supportet ihn. Es oh, wird ja euch auch anpissen, wenn euer Kanal gesperrt wird. Ja, ich habe mir jetzt einfach mal ein paar Bogenschützen gejammt, ne? Und Magi schickt wieder eine Truppenanforderung rein. Ne? Es war klar. Der möchte gehackt werden, der Typ. Er möchte es einfach. Eigentlich, ich schreibe dann jetzt auch nicht und so, ne? Mach jetzt halt auch nicht mehr so tolle Angriffe, weil, naja, ich kann ja nicht antworten. Ich mach das nicht. Erst wenn, also ist der jetzt noch im Clan drin oder nicht? Nee, der hat gar keinen Clan. Er wartet wahrscheinlich so lange. Ich wette, der wartet mindestens eine Woche oder so. Aber ich hoffe mal, dass Google das irgendwie hinbekommen wird und... Ja, gut. Ja, ich habe jetzt auch erstmal auf allen meinen Accounts die Passwörter geändert. Das ist immer das Wichtigste. Denn, ich weiß, wer sowas hacken kann, kann wahrscheinlich auch noch andere Dinge hacken und deswegen... Das stimmt auf jeden Fall. Da sollte man immer sehr vorsichtig sein. Ja. Und, läuft's? Hast schon, wie viel Loot hast du schon geholt? Nicht viel. Vielleicht 600k insgesamt, das ist nichts. Ja, das. Na gut, also, ja, gut, auch für dein Level ist es nicht viel, würde ich sagen. Ne? Ja, das Problem ist, in letzter Zeit ist der Loot wieder so. Also, der ist total scheiße, ne? Ja, habe ich schon gehört. Ja, deswegen, und, ja, guck mal, der zweite Account war da optimal für, ne? Und dann in der gestrigen Lenny Games Folge, ne, als ich mit ihm aufgenommen habe, ne, ich habe 3 oder 4 Mal fetten Loot gefunden, durfte ihn aber nicht angreifen. Das ist jedes Mal dieselbe Scheiße. Ach ja, was habt ihr nochmal gemacht? Ihr habt doch da dieses, wie heißt es nochmal? Habt ihr doch dieses Dings da gemacht? Die Prozente-Challenge mit Only Bogenschützen. Genau. Ja, jo. Ja, gut. Ja, das ist immer kacke. Ich hab das, wenn ich ehrlich bin, wo ich mir das Video gerade eben angeguckt habe, da habe ich erst gar nicht gecheckt, warum macht denn der da so wenig Bogenschützen auf die Seite, warum da so ein paar, warum da? Ja, wenn ich ehrlich bin, ist auch schwer zu verstehen. Ja. Ja, okay. Wie macht der Zug? Loot, Loot. Das liebe ich so. Ich liebe den Spruch auch. Oder wie der liebe Don John jetzt sagen würde, der Loot ist Schleckere. Schleckere. So, nice one. Aber das wird zum Sieg nicht reichen. Es sei denn, der liebe Flo von Fleoneo holt jetzt total wenig aus den Angriffen. Was ich aber bezweifle. Der ist gut, ne? Der spielt auch gut. Ja. Ja, Fleoneo halt, ne? Hab mir auch ein paar Videos angeguckt, ist auch ganz cool. Ja. Er hat ja auch jetzt seinen Ratesville 9 Account maxed out gemacht, mit sogar mit Mauern, ne? Nice, Alter. Wirklich Respekt daran, das ist... Ja, auf jeden Fall. Ja, ich weiß nicht, ob ich das machen soll. Und wie gesagt, ich bin auch halt auch erst Level... Ach, bin ich 53, ne? Ja, ich bin erst Level 53, ich bin noch nicht so der erfahrenste COC-Spieler, aber ich lerne dazu. Ja, klar. Wir waren alle mal kleiner in COC... Nee, der Loot ist nicht pornös. Wenn er nicht pornös ist, dann geht's nicht. Das ist ja. Ja. Im Übrigen, jetzt in den nächsten Tagen wird eine neue Facecam kommen, ne? Neue Facecam? Ja, also die jetzige, die habe ich mir ja nicht gekauft, die habe ich im Keller gefunden, weil wir damals ja auch mal eine hatten. Und okay, die läuft flüssiger und es hat eine bessere Qualität, ne? Ja, das ist immer besser.
Du schaffst das schon. Ei, kriege ich den Loot? Der ist so... Oh. Aber worauf ich mich am meisten auf deinem Kanal noch freue, ist auf jeden Fall Outlast. Das ist so geil. Das wird kommen, sobald ich Geld habe. Aha. Ich weiß nicht, wie viel kostet? 30 Euro auf Steam? 20. Okay, 20. Damals hat es 30 gekostet. Ja, ist schon günstiger geworden. Außerdem haben wir jetzt jeden Samstag ein neues Indie-Horror-Game. Ah, okay, also jetzt nicht immer das gleiche. Also machst du jetzt beim nächsten Samstag jetzt bei Gegruselt. Jetzt weiter dann. Ja, das heißt immer, ja, oder? Angegruselt, das soll so, sowas ja. Wie angespielt heißen, nur angegruselt halt, dass man es ein wenig erkennt, dass es Horrorspiele sind. Ah, jetzt, ne? Verstehe ich, ja. Okay, nice. Ja, gute Idee. Ja. War meine Idee. Ja, ist eine nice Idee. Jo. Ja, 300.000 in Ordnung, würde ich sagen. 300.000 ist sehr in Ordnung. Also ich glaube, eine Million habe ich heute rausgeholt und 5 Minuten geht's noch. Vielleicht, komm, wir jammen uns noch was. For the win. Thomas, was ist eigentlich die Bestrafung heute? Die Bestrafung mit der Challenge von Lenny Games? Ja, nee, nicht von Lenny Games, von dem jetzigen. Was du da gerade machst, Loot Challenge. Was ist da die Bestrafung? Ja, die Loot Challenge geht ja schon seit 6 Wochen, ne? Ach, also immer die gleiche Bestrafung mit dem Dorf und Bau. Nein. Das ist ja noch nicht zu Ende. Ach so. Die Gesamtbewertung, also die Tabelle, wer momentan wo steht, werde ich unten in der Beschreibung verlinken, auch schon wie in den letzten Videos. Also okay. Momentan ist der Flo auf dem Platz 1, dann kommt der Player Gaddon. Dann kommt MediaTV, also Dennis von MediaTV, und dann kommt Pucki, der aber ab der vierten Runde nichts mehr hochgeladen hat, also. Okay, ja, schade. Ja. Egal. Man will ja auch Konkurrenz haben. Ja. Aber war eigentlich eine nice Idee, so ein Loot-Turnier zu machen. Ja, finde ich auch. Es ist auch sehr interessant mit anzugucken, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Ja, halt, die Folgen gehen 20 Minuten. Guckt sie nicht halt jeder bis zum Ende an, aber... Ich gucke sie mir bis zum Ende auf jeden Fall an. Ja, das ist schön. Ei, wir brauchen noch Loot. Und ich denke, deine richtigen Hipster machen das auch, ne? Oh ja, die richtigen Player-Gannon-Hipsters. Also falls ihr noch kein Player-Gannon-Hipster seid, lasst doch ruhig einen Daumen nach oben da und ein Abo. Dann seid ihr auch Player-Gannon-Hipster. Ihr werdet es nicht bereuen. Ja. Also das Einzige, was ich jetzt anders gemacht habe an dem Kanal, hast du schon den neuen Upload-Plan gesehen? Ich? Ja, klar. Ja, also FIFA ist gestrichen worden, 2 Folgen, ne? Ja, habe ich gehört, ja. Ich habe es mir immer angeguckt, aber gut. Ja, das wenn Problem ist halt... Wenn es mehr passt, dann nicht. Ja, es passt, aber mir macht das Spiel halt keinen Spaß mehr, ne? Und außerdem in der Woche ist es ein bisschen schwer für mich, immer 2 Videos hochzuladen. Ja, das glaube ich. Du hast ja nicht so viel Zeit, deswegen. Ei, Loot. Geil. Ja gut, du hast ja selber gesagt, du machst es vielleicht irgendwann mal wieder, ne? Ja, in den Sommerferien höchstwahrscheinlich, ne? Ja, das ist sehr gut. Da hat man auch viel Zeit, da kann man ja richtig viel YouTube machen. Da wird auch richtig geil gestreamt. Ja, das ist immer gut. Stream macht richtig Spaß. Vielleicht sogar in 520p, also. Okay. Nicht mehr diese 360p Streams, ne? Ja, ich war noch nie bei dir auf dem Stream. Ach so, okay, nicht. Ja. Ja, ich hab halt, ich hab's halt noch nie so mitbekommen. Aber ich muss sagen, wenn der Chat belebt ist, dann macht der Stream total viel Spaß. Ich hatte mal einen Spontan-Stream an Sonntagmorgen gemacht, ne? Hast du schon mal gesagt, ja klar. Nice. Es haben 30 zugeschaut, also... Und an dem Tag, weißt du, auf Twitch hatten wir 24 Abonnenten, ne? Nach dem Stream waren es 54. Okay, nice. Also, dann kamen immer wieder neue dazu und dann wollte ich eigentlich gar nicht aufhören zu streamen. Ich hätte den ganzen Tag streamen können. Ja. Ja. Ich denke, da wirst du doch bestimmt auch in Sommerferien ein paar Spiele testen, ne? Ja klar, ich werde auch solche Horrorabende machen, wo wir nur Horrorspiele streamen. Können wir ja zusammen machen, wenn du willst. Ja klar, können wir machen, über Teamspeak oder so. Ich hätte auf jeden Fall richtig Bock drauf, aber ich komme zu dir. Ja, oder? Können wir auch machen. Ist ja kein Problem. Dann werden alle FNAF-Teile gezockt. Five Nights, okay. Ja, meine Maus. Ja, das ist nice, Mann. Das wird auf jeden Fall richtig gut. Oh ja. Und es wird spaßig, es wird sehr spaßig. Es wird sehr spaßig, kann ich jetzt schon versprechen. Also, Brüllfaktor garantiert. Also nicht so laut die Headsets einstellen, Leute. Allein schon Dungeon Nightmares, ne? Falls ihr das noch nicht gesehen habt, Alter. Guckt es euch an. Also, ich saß da eine Stunde an dem Schneiden, weil ich mir sehr viel Mühe gegeben habe, die Folge auch noch witzig zu gestalten. Ja, und sie ist wirklich sehr witzig. Also,
für Leute, die wirklich schwache Nerven haben, können sich trotzdem angucken, weil der Thomas hat da ein paar neue Features reingemacht. Ja. Sag mal so, er hat ein bisschen ausprobiert. Also was ich ja auch vorhabe irgendwie, wenn es mal gewünscht wird, mit Greenscreen, ne? Okay. Du kennst die Technik ja, oder? Mit der Webcam, ne? Ja, also dass es kein Hintergrund mehr ist, sondern nur noch mein Oberkörper und mein Schädel da im Spiel rumwühren. Ach ja, genau, dass dahinter gar nichts ist, also nur noch dein... Ja, genau. Sodass ich sozusagen im Spiel drin bin. Genau, ja, das kenne ich, ja klar, das ist auf jeden Fall nice. Kostet aber ein bisschen was, oder? Nee, der Greenscreen, den kriegt man schon ab 40 Euro. Ah, okay, ja, ist doch okay. Dann brauchst du halt nur noch so eine Webcam, die nicht so ganz pixelig ist. Mhm, ja, gut, das stimmt auch wieder. Na, sollen wir den nehmen? 60.000 von beidem innerhalb von 20 Sekunden? Mach es. Los. Okay. Alles oder nichts. Ich glaube auch nicht, dass ich nochmal so schleckeren Loot finde wie vorhin jetzt in der restlichen Zeit. Willst du noch was zu deinem YouTube-Channel sagen, oder? Ah, das kann ich ja machen, ja klar, mach ich noch. Ja, ich und ein Kumpel, Yoshi heißt der. Wir haben halt gestern einen YouTube, ja, selbst einen Kanal aufgemacht. Da machen wir schon 3 Videos drauf, sind noch nicht so die beste Qualität, aber ich denke, das ist bei den ersten YouTube-Videos. Ja, klar, jeder fängt kleiner, ne? Genau, und ja, da zocken wir Terraria, wer es kennt, kann es ja mal machen. Ja, wir heißen Team Sunplayed, ne? Und ja, ihr könnt mal gerne reinschauen, wenn ihr wollt. Der Thomas wird einen Link in die Beschreibung tun. Und dann, ja, könnt ihr mal vorbeischauen. Ist noch nicht das Beste, aber wir machen jeden Tag auf jeden Fall neue Videos. Und ja, wenn es euch gefällt, lasst auch mal ein Abo da. Und einen Daumen nach oben natürlich, nicht zu vergessen. Ja, klar. Natürlich bin ich auch, natürlich könnt ihr auch Kritik da lassen, weil sonst kann man es verbessern, ne? Also auch meine Fans, ich bin immer für Kritik offen und für neue Spieleideen, also. Ja, klar. So, das war's dann jetzt mit der Loot-Challenge, beziehungsweise die letzte Runde des Loot-Turniers. Also, ich würde mal sagen, ich glaube, der liebe Flo hat gewonnen, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht hat er ja wieder so ein bisschen gefailt wie im letzten Video, kann man so sagen. Ja, aber wahrscheinlich nicht. Also, über den zweiten Platz kann man schon zufrieden sein. Yo, und da werde ich jetzt den Loot, den ich heute erfarmt habe, den werde ich jetzt einblenden. Müsste jetzt irgendwo hier rumwühren. Jo, dann würde ich sagen, das war's dann mit der letzten Runde des Loot-Turniers. Ach, ich werde das Loot-Turnier irgendwie vermissen, immer diese 20-minütigen Folgen. Ach ja. Jo, dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst euch einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keinen COC mehr verpassen wollt, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, Leute. Und mit der Player Gell und Hipster Force verabschieden wir uns wieder.